Wow, ist richtig schön. Romantisch. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, es ist heute Halloween. Ich habe die 300.000 Abonnenten erreicht. Keine 30.000, nein, 300.000. Ich blende euch hier einmal ein Foto ein. Ich glaube, es war letztes Jahr, als wir die 30.000 Zuschauer bekommen haben. Ja, ich bin einfach mega stolz auf euch und feiere euch total. Und geh mal auf, dann nochmal so. Schön aufsetzen und Gra machen. Und ich werde auch noch im nächsten Video ein paar coole Sachen an euch verlosen. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Auf jeden Fall danke, danke, danke an euch. Ihr seid wirklich die allerbesten Leute. Danke für eure Unterstützung. Danke, was ihr mir ermöglicht. Einfach ein fettes Dankeschön. Und ich möchte jetzt auch nicht weiter rumschleimen. Wir starten jetzt, wie ihr gerade schon gesehen habt, ist das ein Halloween-Kostüm von Leona. Hallo. Hallo. Leona. Hilfe! Leona geht heute als Drachenzahn. Wir gehen auf eine Halloween-Party bei der lieben Verena. Boah, cool. Das wird sie dann später auch anziehen. Und für Paulinchen habe ich auch eine Kleinigkeit geholt. Ich fand es einfach mega süß und ich dachte mir, bald ist ja auch bald ist ja auch Karneval. Und deswegen habe ich für sie ein Kostüm bestellt. Da wird sie auch noch im Frühjahr reinpassen. Das ist ein Fledermauskostüm für Babys mit Flügeln und mit dieser süßen Mütze. Und kleine Schülchen sind auch dabei. Ihr werdet es nachher auf jeden Fall noch angezogen sehen. Ich war gerade im Edeka einkaufen. Manche meinen, die haben Feiertag. Bei uns ist aber erst morgen Feiertag. Deswegen, ich war gerade im Edeka, habe Leckereien eingekauft. Ich kann euch das mal zeigen. Hier haben wir gerade ein bisschen rumgekrübelt. Es gab Haferkekse mit Cappuccino und Leona hat einen Apfel gegessen. Isst du den noch? Wir machen heute Abend ein Lagerfeuer und es ist so ein tolles Wetter. Es ist Sonnenschein. Deswegen habe ich Barbecue-Marshmallows mitgebracht. Das sind die extra großen und dann schmelzen die. Und es gibt dazu Stockbrot. Genau, die Verena macht Stockbrot, Stockwürstchen. Und ich habe dazu halt noch Kräuterbutter gekauft und verschiedene Dips. Und ein bisschen Antipasti. Ich glaube, man kann es sehen. Einmal Senffeige, Rucola und Paprikacreme. Dann noch für die Kinder Ü-Eier. Und ich freue mich schon so mega drauf heute. Das wird so cool. Was machst du da? Ich hole das da raus von den Reifen. Oh, ich komme nicht dran. Das ist ja tief. Ich bin auch selbst total gespannt, wie das sein wird, eine Stunde lang zu vloggen. Ach Mann. Und ich bin hier. Ist dein Auto. Da. Ja, muss Papa nachher machen, Schatz. Komm da auch nicht dran. Papa muss das in die Garage parieren, da hat er ganz viel Zeug. Ja, Papa muss das in der Garage reparieren, da hat er ganz viel Werkzeug. Alex ist übrigens noch auf der Baustelle, den werdet ihr dann später sehen. Der ist da wieder fleißig an Leitungen legen. Ich glaube, der legt eine Wasserleitung für die Küche und stemmt den Boden da auf mit meinem Vater zusammen. Und ich muss vielleicht noch auf jeden Fall den Haushalt schmeißen. Und eigentlich wollte Leona bei Sophia schlafen, aber die Verena ist leider etwas erkältet und dann ist es auch ein bisschen anstrengend. Morgen, wenn doch Verena besser geht. Wenn es Verena wieder besser geht, genau, darf sie da schlafen. Oh, ja. Baby Pauline schläft. Sie ist beim Einkaufen eingeschlafen. Dann konnte ich sie eben noch weglegen ins Babybett. Genau, nehme ich euch mit auf die Halloween-Party. Das wird mega cool. Sind das solche Schuhe? Das sind Schuhe für Pauline. Ich hab die neue Schuhe. So, Alex ist jetzt von der Baustelle gekommen. Wir haben uns schon hübsch gemacht, wie man sehen kann. Ich habe ein schlichtes Oberteil von H&M an und auch die Dragons. Aber das soll doch, die finde ich jemand da einer nackig. Ich packe jetzt gerade die Tasche für Verena. Die Kostüme packe ich ein, das Essen packe ich ein. Ich ziehe gerade die Kinder an, muss noch die Haare hübsch machen von Leona. Und Alex ist gerade im Bad und rasiert sich. Und dann fahren wir auch schon los. Strumpfhose umziehen. Ohne Zahn. Nehmen wir mit. Da hat Leona auch irgendwo das Schminkzettchen gelegt. Ja, hier. Das nehmen wir auch mit. Wir schminken gleich die Kinder zusammen. Leona, wir müssen los. So, wir machen jetzt auf dem Weg. Ich habe alles eingepackt. Leona sitzt schon im Auto und Paulinchen auch. Alex holt noch die Wanne, weil wir werden heute ein bisschen was draußen essen. So, los geht's. Papa hat sein Handy vergessen. Kennt ihr das, wenn man los will?
Jetzt läuft er sogar, weil er merkt, dass ich ein bisschen angespannt bin. Kennt ihr das, wenn ihr unbedingt los wollt, weil ihr etwas zu spät seid? Eigentlich bin ich nie zu spät, aber es ist halt ein bisschen knapp und ich möchte halt pünktlich sein. Ich finde das einfach höflich. Und dann hat er natürlich sein Handy vergessen und muss wieder reinlaufen. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Ich freue mich, wir fahren jetzt los und liebe Verena, wo will ich hinfahren? Die hat auch 3 Kinder und ja, schaut einfach mal bei ihr auf den Kanal vorbei, Backlounge. Den Link findet ihr in der Infobox. Sie macht Backvideos und ja, die sind mega geil, die Rezepte. Ganz einfach und simpel. Papa! 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 Da kommt der. Noch später. Kannst schon reingehen, Leona. Cool. So, Alex macht die Kleine fertig. Wir gehen schon mal rein. Ja. Hi. So, Verena hat hier schon richtig aufgetischt. Wie süß. Kleinen Geisterchen. Ja, ich habe auch Farbe mitgebracht. Weiß. Habe ich alles hier drin. So, wir sind jetzt bei Verena angekommen. Da ist sie nochmal. Du kannst schon mal rausgehen. Du kannst, ich zeig dir. Sollen wir euch mal umziehen, Mädels? Guck mal, wie es da aussieht. Ja, habt ihr das schön gemacht? Ist das so blau ist in der Kamera? Ja, es ist jetzt, weil es so hell und Mama, dunkel. Umziehen? Hier, ich wollte euch das einmal zeigen. Wir werden es heute Abend hier richtig kuschelig machen. So cool. Und dann unser Stockbrot backen, ne? Ja. Guck mal, die Füße, wie cool das ist. Das gleiche wie Tim. Ja. Und dann machen wir deine Flügel. Guck mal, da sind sie schon. Kannst du ihn direkt erschrecken. Hi, Tim. Hi. Pauline ist eine Fledermaus. Du brauchst schwarz, Leona, ne? Mhm. Und das ganze Gesicht schwarz machen? Auch so hier blau. Und im Mund blau? Mhm. Okay. Ja, das ist dann blau. Und dann? Ja, weil der spuckt ja so blaue Flammen. Wenn du einen Tag mal kein Video machst, schreiben alle direkt in die Kommentare. Wann kommt denn endlich das nächste Video? Richtig. Scheiße. Der weiß, wo der Hase läuft. Ach. Ja. Der weiß Bescheid. Ich will das auch mal machen. Ich bin doch eine Fledermaus. Ja, hier die Gummibärchen. Also die Farbe ist mega gut. Wir brauchen auch noch Blut. Genau, die Verena, die schminkt jetzt die Sophia. So, komm, Schatz. Mama, mein Hand. Kriegst du noch dein blaues Armband? Nein, Papa, Papa ist draußen. Wir werden jetzt rausgehen, dann wird es wahrscheinlich richtig dunkel sein. Da kann ich nicht viel filmen. Wollen wir ihr mal eine Jacke überziehen? Ja, guck mal. Eine Fledermaus. Wir sind jetzt alle draußen, aber es geht doch mit dem Licht. Noch einigermaßen. Da unten. Ja, wenn die Jacke ankommt, können wir dann zusammenbinden. Sowas brauchen wir auch, Schatz. Das ist ziemlich scheiße, ne? Ja. Dreht man es einfach um. Am besten so Bezüge nähen lassen, ne? Schnell, so Bezüge nähen lassen. Ja, das ist nur unsere Farbe. Das ist echt klasse, ne? Schön, ne? Und auch so eine Feuerschale im Haus. Tim wollte nur bis zur Hälfte, weil er eh die Maske auf hat. Wow, ist richtig schön. Romantisch. Ich will mich kutschen. Ich denke immer Hauptsache Essen. Das Auge ist auch nicht. Guck mal, da sind Kinder. Erst ein Kinder kommen. Ihr müsst die erschrecken. Genau, ihr müsst die erschrecken. Mama, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Hunger. War richtig warm am Bein. Habt ihr noch zu trinken? Ja, danke. Wie lange dauert das? Oh, geht eigentlich schnell. Ich glaube, bei meinem dicken Würstchen geht das nicht so schnell. Ja, das ist dann die Bestrafung, wenn man das so bloß macht. Das Zauberwort ist hierbei ein bisschen Geduld. Sagt der, der gar nicht kochen kann. Backen schon mal gar nicht. Backen schon mal gar nicht. Spricht doch noch mehr für den Thermomix. Ja. Meins ist so verbrannt, mein Stock. Das ist voll schwarz. Oh, es riecht aber lecker, das Fleisch. Guck dir das mal bitte an. Wie viel habt ihr bekommen? Das ist doch rappelvoll. Wo habt ihr das denn jetzt hergeholt? Wow. Ja, ihr hattet so schöne Kostüme. Nee, Sophia, komm mal an die Tür. Wer ist denn da? Die kenne ich noch nicht. Oh, Leona, du musst ein bisschen mehr ins Feuer kommen. Au, du hast mich voll gepiekt. Ist das nicht... Ein Prachtexemplar. Ein
Prachtexemplar. 1 Meter Abstand halten. Ja, Kinder, 1 Meter Abstand halten. Da sind bestimmt so Kürbisse drin und so. Ja. Hoffentlich. Ja, wo? Können wir gleich ein Foto machen? Ja, klar, können wir machen. Das ist ein kleiner Schüssi, ne? Ja, absolut. Oh. Wow. Es ist gerade was richtig Ärgerliches passiert. Ich habe ein Brandloch in meiner Jacke. Naja. Aber nicht wegen Zigaretten, musst du dazu sagen. Nein, nicht, ne? Ja, nicht mit Zigaretten zu tun. Nein, nicht mit Zigaretten zu tun. Wir saßen halt am Lagerfeuer. Aber es ärgert mich. Schade. Aber schade. Besser, als wenn es ins Gesicht gefallen ja, wäre. Ja, ne? Da kamen riesen Funken. Ich muss hier alles einpacken. Weil die kannst du nämlich haben, die hat nämlich die vier gekauft. Hi zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich im Bettchen. Ich habe mich gerade abgeschminkt und die Kinder sind im Bett. Hat man es gerade gehört, das Babyfon geht. Leona ist gerade ins Bad gegangen, hat sich schnell abgeschminkt und ist dann auch direkt ins Bett, ist sofort eingeschlafen. Paulina habe ich gestillt und ja, die liegt jetzt in ihrem Bett und spielt. Die will nicht schlafen. Es ist mittlerweile 22:30 und ich weiß, es wird eine anstrengende Nacht werden mit Paulinchen. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Die Kinder hatten jede Menge Spaß und wir Erwachsene auch. Das am Lagerfeuer war so mega romantisch und man konnte sich einfach schön was erzählen. Man konnte ein bisschen abspannen. Ich bin jetzt gespannt, wie die Nacht wird. Ich würde jetzt sehr gerne schlafen. Ne? Ich liege hier auch schon fast schlafbereit in meinem Bettchen. Aber wie gesagt, Paulinchen ist hellwach. Und ich werde jetzt nicht schlafen, sonst bin ich mega tot, wenn sie mich in einer halben Stunde wecken sollte. Ich hoffe, dass sie einfach wieder einschläft. Aber sie hat die Augen auf, ich sehe sie auf dem Babyfon. Solche Unternehmungen macht man auch sehr selten und dann kann man das sich schon mal verzeihen, wenn man so spät nach Hause kommt und die Kinder nicht ganz so mitspielen. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal die Nacht rumzukriegen und ich melde mich morgen. Tschüssi. Hier, Leona. Hi, ich bin wieder zurück. Es ist der nächste Tag. Paulinchen war heute Nacht, wie vermutet, öfters wach. Um 2:30, um 3:30 und dann um 5:30. Und dann hat sich ab 6 Uhr Alex drum gekümmert. Aber ich musste trotzdem leider aufstehen, weil Pauline nicht einschlafen wollte. Dann habe ich sie in Schlaf getragen und dann hat das funktioniert. Alex fährt jetzt auf die Baustelle. Wir haben gerade lecker zusammen gefrühstückt. Leona guckt jetzt ein bisschen Zeichentrick und Pauline schläft noch. Ciao, Leona. So, Paulinchen ist jetzt auch wach. Was gibt es heute an einem schönen Feiertag zu tun? Den Haushalt schmeißen. Eigentlich wollten wir schwimmen gehen, aber es wird bestimmt so mega voll da sein, dass wir gesagt haben, wir machen das lieber einen anderen Tag und genießen den Tag zu Hause. Gehe ein bisschen gleich spazieren mit den Kindern. Und ich räume jetzt hier auf. Ich mache auch ein bisschen was. Alex muss die Baustelle aufräumen. Alex Papa kommt da hin und macht noch die ganzen Wände zu. Ich finde Knie allgemein hässlich. Aber ich habe echt die hässlichsten Knie der Welt. Leona hat gestern voll das schöne Bild gemalt. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Das ist nicht süß. Das hat total lange gedauert. Ich glaube, die war da eine halbe Stunde mit beschäftigt. Die hat immer so Kästchen gemalt und die dann angemalt. In verschiedenen Farben und dann mit Wassermalfarbe auch noch Herzen und das sind Stempel, Buchstaben. Voll süß. Ich liebe das, wenn Leona so kreativ ist. Was haben wir denn hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Haus, ein Bett. Leona räumt jetzt ihr Zimmer auf, weil sie möchte gerne, dass Diana runterkommt zum Spielen. Meine Freundin. Meine Freundin. Hier diese, wie nennt man die, Pompons? Die werde ich jetzt wegschmeißen, weil, wie man sieht, da sammelt sich der ganze Staub. Und die hängen da oben ja an der Gardinenstange. Das werde ich abmachen. Ich werde die Girlande auch schon mal mit abnehmen. Nein! Aber wir können doch bald wieder so ein neues Papier kaufen. Davon blau und rot. Dann können wir auch wieder welche zu Hause basteln. Genau, dann in anderen Farben. In grau und in rosa. Die schmeißen wir die weg. Okay, kaufen neue wenigstens. Ja? Du bist immer noch blau um deinen Mund. Du musst mal richtig dein Gesicht waschen, Gelu Drachenzahn. Ah, warum will Alex den Elefantenkoffer wegschmeißen? Das geht aber nicht. Die Lampe ist leider kaputt gegangen. Die habe ich mal im Rossmann gekauft. Ich finde die so süß. Da kann man doch was rein tun. Ja, da kommt ein Spielzeug rein vom Kaufmannsladen, oder?
Apfel. Aber hier nicht, weil ich habe da einen schönen Kuchen gebacken. Du hast einen Kuchen gebacken? Ja. Aber das müssen wir auch alles da rein. Wir sammeln das jetzt und dann ziehen wir alles neu ein. Den können wir auch wegschmeißen. Das war mal ein Lutscher, der leuchtet. Und der leuchtet immer noch. Da war ein Lutscher drauf. Dann bekommst du auch einen Stern. Wenn ich mit aufräume, bekomme ich auch einen Stern. Okay, was haben wir denn hier alles drin? Guck mal, hier haben wir noch mehr. Wieso tust du das in deine Socken? Sollte Geschenke machen. Geschenke machen in deinen Socken? Unglaublich. Du hast so viel Zeug, Leona. Super. Das waren übrigens die coolen Taschenlampen von gestern von der Halloween-Party, die hat Verena gekauft. Da kann man vorne solche Schattenbilder mit erzeugen. Fledermaus, Spinne, so, Gespenst, Totenkopf. Da kann man noch so größer machen zu kleiner. Ja, das kann man auch machen, ne? Das hast du ja alles in deinen Socken. Mama. Du bist ein Sockenmonster. Wie geht das aus? Aus? Musst du irgendwo drücken bestimmt. On? Off. Musst du so drehen. So, Paulinchen ist jetzt wach. Wir haben sie gestern vom Auto direkt ins Bett gelegt. Ich habe sie halt nur noch gestillt. Ich mache das gern. Du machst das gerne? Gut machst du das. Zieh, ganz dolle. Super, super. Klasse. Hier liegen noch Stoffwindeln eingepackt. Die hatten wir unterwegs mitgenommen. Die sind schmutzig, die muss ich noch auspacken und waschen. Das ist Paulines neue Zipfelmütze mit so einem süßen Herbstmuster. Der Stoff ist echt mega süß, oder? Und das Coole ist, es hat so ein richtig dickes Innenfell, so ein Teddyfell. Hallo, mein kleiner Käfer. Hallo. Hast du ausgeschlafen? Vielleicht finden wir ja gemeinsam einen Namen für die Eule. Pauline kann nicht mehr ohne ihr schlafen oder ohne ihr sein. Ich glaube, das wird ihr Lieblingskuscheltier. Sie kuschelt damit immer. Und wenn ich sie zum Beispiel auf dem Arm trage zum Einschlafen, dann ist auch immer die Eule dabei. Dann klemme ich die immer so hier dran. Dann hopp, ich schmink dich ab. Das war schön, die Halloween. War schön, die Halloween-Party. Mein kleiner blauer Drachenzahn. Übrigens dreht sich jetzt Pauline immer und dann ruft sie mich, weil sie sich nicht alleine umdrehen kann. Und was auch passiert, sie versucht jetzt immer, den Popo hochzuheben, wenn sie in Bauchlage liegt. Ich habe auf Instagram euch mal ein Video davon gezeigt. Wir dachten echt, die krabbelt gleich los. Ich würde mich jetzt auch von euch verabschieden, weil es einfach mega viel zu tun ist heute und wir den Tag als Familie nutzen möchten. Es wird Donnerstag den 1-Stunden-Vlog von mir geben. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich habe es diesmal nicht geschafft, so viel zu filmen. Auch gestern, ich wollte einfach die Zeit mit meinen Freunden genießen. Und deswegen hoffe ich, verzeiht mir das. Und ja, dann könnt ihr euch Donnerstag auf einen ganz langen Vlog freuen. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüssi.